Manchmal gibt es Tage mit weniger als 100% und manchmal gibt es Tage mit mehr als 100%. Und jetzt im Moment erst 25%, also los geht's. Hier meldet sich der Stadtfunk mit seiner heutigen Durchsage. Was machen Sie jetzt mit dem neuen Geld? Erstmal vorsichtig. Und wir wollen uns noch was kaufen. Was denn? Die Gefriertruhe. Eins, zwei. Ein schönes Auto kaufen. Auto? Habe ich schon bestellt gestern. Zwei, vier, fünf. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt fahren wir erstmal in Urlaub. Ja, wo soll es denn hingehen? Na, dieses Jahr erst nochmal an die Ostsee. Ja, ich möchte mir als Ostsee ein Videogerät kaufen. Ein Videogerät kaufen, ja. Ah ja. 820, 30, 40, 50, 65, 65, 70, 75, 79, 80, 800. Mich interessiert eigentlich Arm und Reich. Gibt es hier Armut? Ja, der Begriff Arm und Reich, das muss man relativ sehen. Ich kenne sehr viele Leute, die einen Haufen Geld haben und sind trotzdem arm. Wenn es zu Hause nicht stimmt, wenn es von der Gesundheit nicht stimmt. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die ganz wenig Geld verdienen und kommen einwandfrei damit zurecht, sind auch glücklich und zufrieden. Familie ist in Ordnung, Kinder funktionieren, gell? Es ist relativ zu sehen. Aber jetzt, wie jetzt zum Beispiel bei euch in Berlin oder in München oder in diesen großen Städten, dass Leute unter der Brücke leben, gibt es bei uns hier auf dem Land nicht. Also für mich ist an sich das Wichtigste, dass es im Land Frieden bleibt. Das dürfte über allen stehen. Und da ist jede Regierung, denke ich mir, auch in den nächsten Jahren massiv gefordert, diesen Frieden in Deutschland und in Europa zu erhalten. Gell? Die Weißen holt immer gerne der Habicht. Und da haben sie das eben auch als Friedenstaube, die Weißen Daumen genommen. Genauso gut wie jetzt, wenn Hochzeiten sind, da wollen sie Daumen aufgelassen haben. Wenn es geht, Weiße oder viel Weiße dabei sind, aber sonst. Komm. Na komm. Es ist jetzt hier mit dem Briefdaum, ist das Schöne, wenn man sonntags sich hersetzt und kann gucken, wenn sie kommen. Wir fliegen ja bis Frankreich runter, bis Paris, dann unter die Ecke. Eine Geschwindigkeit ist manchmal so in der Minute 1200, 1300 Meter in der Minute, was die da fliegen. Oh, war ein Kampf. Das kann man gar nicht drauf antworten. Der war ein Kampf, was sie loslassen. Ja. Aber Sie gehen wählen? Oh ja, jetzt war ich mal ein paar Jahre nicht da. Aber dieses Jahr müssen wir mal gehen, dass mal wieder was rauskommt bei der ganzen Sache. Na komm. Hubert, André, Ines, Wolfgang. 5 oder 6 Stück haben wir oben. Ralfs. Ja, das sind Ralfs bei uns. Das sind computergesteuerte Hubwaren. Sowas ist das. Ich heiße auch so wie ein Ralf. Gerlinde heißt auch ein Ralf. Gerlinde, alles klar? Okay, tschüss.
Also meine Mutter und mein Vater haben die Wäscherei aufgebaut. Das war früher Radderstadt-Wäscherei. Dann hat es zu Textilreinigung Suhl gehört. Und nach der Wende habe ich das selber übernommen. Von 1990 bis 2016. Und dann habe ich mit der Wäscherei aufgehört und arbeite in der Bett, wo sie Plasteteile herstellen, Flaschen herstellen, Plasteflaschen. Da arbeite ich seit 2005. Die meisten schimpfen ja immer zu, das ist ja ganz normal. Und da sehe ich das nicht ein, dass er 100% fehlt. Früher sind ja viele zur Wahl. Aber heutzutage hat sich das ja nun schon ein bisschen gelegt. Was ist denn früher? Na, früher nach der Wende gleich. Ja, in der DDR, da kam es ja nun nicht drauf an, ob einer wollte oder nicht. Da sind sie eben gekommen. Da sind sie gekommen mit dem Wahlzettel, da musste sie wählen. Aber heute ist ja das freiwillig. Und da sehe ich die Chance nicht, dass 100% Großbreitenbach wählt. Da sind das höchstens hochgegriffen 80%. Von der Gestaltung her mache ich das halt auch sehr gerne. Gell? Aber was heißt für dich, du gehst gerne hierher? Ja. Was ist das denn? Ja, irgendwie hat man doch auch noch einen Bezug zu den Leuten, mit denen man ein Leben lang gelebt hat. Gell? Mhm. Und ich finde es auch gut, dass ich weiß, sie liegen hier. Und wenn ich auch irgendwie so mal meine Ruhe brauche und so, ich denke, die sind auch bei uns und sehen auch, was ich tue und was ich mache. Gell? Und ja, deswegen gehe ich auch gerne hierher. Gerd, du bist der Filou. So, hier ist richtig. Meine Arbeit ist ja etwas, das ich spiegle. Weißt du, ich sehe mich als ein Spiegel. Die Kamera ist auch ein Spiegel. Du guckst dich ja auch im Spiegel an, ne? Ja. Du guckst dich gerne, ne? Jeden früh. Jeden früh. Und was siehst du dann? Ein Kopf mit zwei Augen und einen Mund und eine Nase. Und bist du zufrieden? Ja. Ja. Manchmal nicht. Ja.